Vielen Dank für den sehr, sehr schönen Applaus. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist eine große Freude und Ehre für mich, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Wieder deshalb, weil alle zwei Jahre gibt es dieses wunderbare Wachauer Volksfest und ich darf jetzt schon zum fünften Mal bei der Eröffnung moderieren. Ich freue mich, dass das Zelt voll ist und in einem Festzelt ist es halt immer ein bisschen schwierig, dass die Aufmerksamkeit dann wirklich bei der Bühne bleibt. Ich darf Sie bitten, wir werden alles sehr knackig halten. Ich darf Sie um Aufmerksamkeit bitten, es soll eine würdige offizielle Eröffnung werden. Meine Damen und Herren, das schönste und größte Fest im ganzen Land. Eine einzigartige Location, Stadtpark im Herzen der Wachaustadt Krems. Eine einzigartige Atmosphäre, ein einzigartiges Ambiente. Top-Entertainment auf einigen Bühnen. Meine Damen und Herren, es gibt Thementage, es gibt Sport, es gibt Bundesheer on the road, es gibt eine einzigartige Kulinarik, es trifft Bier, den Wein, es trifft die Stelze, die Forelle, Pasta trifft Waldviertler Knödel und vieles, vieles mehr. Meine Damen und Herren, ein kleines Jubiläum ist es auch. 95 Jahre Wachauer Volksfest 1924 bis 2019 und es ist wieder was ganz Tolles gelungen, es wurde wieder was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen Abend. Es ist wieder soweit, wir haben die Tore zum Wachauer Volksfest 2019 geöffnet. Der Wettergott ist uns hold. Eine wunderbare Wettervorschau steht uns ins Haus. Und warum dieses Fest, der Andi hat es schon kurz angesprochen, einzigartig ist, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Sie wissen, Sie können es hier erleben, in dieser einzigartigen Atmosphäre im Stadtpark, in dieser einzigartigen Qualität und Attraktivität. Ich freue mich sehr, dass wir einen sehr hohen Besuch heute haben zu dieser Eröffnung. Und allen voran herzlich willkommen, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Vielen Dank. Ich weiß, dass sehr zu schätzen in Zeiten wie diesen, in stürmischen Zeiten wie diesen, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, zum, wie gesagt, größten und schönsten Fest im ganzen Land. Ich freue mich auch sehr, sie hat ein bisschen Heimvorteil. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen die Landesrätin, unsere Landesrätin darf ich in dem Fall sagen, die Christiane Teschl-Hofmeister, in Vertretung von Landeshauptfrau Niki Leitner, sie Urlaub. Herzlich willkommen auch dem Landeshauptfrau Stellvertreter. Dankeschön, Erwin, Moment. Zum einen, das Glas gehört dir, darf man nicht vergessen. Zum zweiten, mit dem muss ich jetzt ein bisschen Lobby gehen. Ich habe noch Gäste hier auf der Bühne, dass man die auch sieht. Aber jetzt habe ich eine ganz wesentliche Frage. Du hast viele begrüßt, du hast dich bei vielen bedankt. Ich möchte jetzt schon ein bisschen wissen, wie schaut es denn aus? Der Wirtschaftsfaktor und natürlich auch damit verbundener Jobmotor. Da wird viel umgesetzt bei diesem Wachauer Volksfest. Ja, das ist immer alle zwei Jahre halt zum Ende der Ferien ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Wirtschaftsimpuls in der Region. Wir haben hier mal eine Studie machen lassen, das ist drei oder vier Jahre her, die ein bisschen die Umwegrentabilität erhoben hat und wir sind hier auf eine Wertschöpfung von rund 6 Millionen Euro gekommen, die großteils in die Region hier fließen. Ja, weil alle Betriebe hier kaufen so viel als möglich vor Ort ein. Das war auch schon immer so, das ist nicht eine Modeerscheinung. Und ich glaube, dass das in einer Region wie unserer hier ein ganz wichtiger Faktor ist, der noch mit viel Genuss und Spaß verbunden ist. So, lassen wir das stehen. Vielen herzlichen Dank. Bitte einen kräftigen Applaus. Erwin Goldfuß, Dankeschön. Wolfgang, stürmische Zeiten, noch einmal das Stichwort. Ist das Wachauer Volksfest, wenn man hierher fahren kann, ist das so ein bisschen eine willkommene Abwechslung? Ja, du siehst es ja hier, die Leute fühlen sich wohl. Stürmische Zeiten, da spürst du nichts, da spürst du lauter Bekannte.
schon beim Reingehen. Es ist einfach eine ungeheure klasse Atmosphäre, dass du auf viele bekannte Gesichter triffst und die Herren freuen sich einfach, dass sie den Sommerausgang hier treffen können oder verbringen können. Es wird die nächste Woche noch bitterheiß werden. Ja. Da wird für die Wirten noch viel Möglichkeit sein, Mario und deine Freund. Da wird noch viel an Hektolitern genossen werden, aber vor allem das Volksfest ist zusammenkommen und reden. Und das ist einfach das Schöne dran. Und stürmisch, du. Die Wahlen kommen, das Volksfest bleibt. Alles klar. Der Wahlkampf steht vor der Tür. Täuscht mein Eindruck, dass es nicht immer nur um Inhalte geht? Du bist ein Prophet. Du weißt schon, was die Sommergespräche bringen oder die Diskussionen. Nein, ich glaube, die Leute wissen alle, im Wahlkampf ist immer ein bisschen etwas anderes, etwas Besonderes. Manche sind sehr aufgeregt, manche fürchten sich schon und manche sind ganz mutig. Ich glaube, in dieser Situation der Wahlbewegung wirbt jede Partei, jede macht sich besonders schön. Ich glaube, wir sind gut unterwegs und die österreichische Demokratie darf stolz sein, dass man auch Wahlkämpfe so organisieren kann. So letztendlich, dass die Wähler die richtige Entscheidung treffen für sich. Als Nationalratspräsident bist du jetzt der Präsident und es gibt eine komplett andere Regierung. Ist das für dich schwierig? Ist das was anderes oder business as usual? Du schau, jede Regierung ist im Parlament verantwortlich und muss ihre Rede und Antwort stehen. Und das war vergangene Monate so und das wird auch in der Zukunft sein. Wir werden noch eine Sitzung vor den Wahlen haben und da wird auch die Regierung wieder Rede und Antwort stehen müssen. Aber ich glaube, die Parlamentsparteien sind ja, selbstbewusst genug, dass sie das gut bewältigen. Eine Frage noch. Wachauer Volksfest. Oft ist es bei Volksfest so, da gibt es ein Zelt, da gibt es dann Händeln und eine Bratwurst. Hier ist ein reichhaltiges Angebot. Ihr habt zuerst gesagt, von Stelze zu Forelle, von Pasta zu Erdäpfelknädeln. Wo tendierst du hin, wenn du heute hier so die Runde dann machen wirst? Wo findet man dich? Man muss ja zum Volksfest sagen, es ist ein ganz anderes. Der Eben hat nicht umsonst gesagt, das ist wirklich das Schönste, weil auch das längst dauerndste. Die normalen Volksfeste dauern 3-4 Tage. Ich muss wirklich den Kremsern gratulieren und dir, Erwin, dass du das alle 2 Jahre mit so einer hohen Professionalität machst. Dir, lieber Erwin, und deinen Mitstreitern einen großen Applaus, dass das so einer noch macht und auch sich so engagiert und so viele Leute hereinbringt. Und ich glaube, das, was das Volksfest noch auszeichnet, ist das ungeheure Ambiente. Der Bürgermeister kann stolz sein auf den Park, das hier belebt wird. Muss er nachher wieder ein bisschen zusammenkehren und ein bisschen wieder Ordnung machen. Aber das, was letztendlich an der Wertschöpfung reinkommt, ist das eine. Aber das ist ein Symbol für Niederösterreich. Schau dir die letzten Wirtschaftsdaten an, was sich in diesem Land bewegt hat. Schau dir an, was unsere Niederösterreicher und Niederösterreicher im Leisten imstande sind und dürfen sie feiern. Und wo wird mein Herz schlagen? Ich habe gehört, Gerti Domaine Wachau ist so erfolgreich. Das Basel, was sie ist, da ist drin gelöber. So, lassen wir das einmal stehen. Bitte Applaus für unseren Nationalratspräsidenten. Bleib bitte noch bei mir auf der Bühne. Bleib bei uns. Also, der Erwin hat schon gesagt, Christiane, du hast Heimvorteil. Erzähl uns da ein bisschen näher. Ist das deine Region, wo du aufgewachsen bist? Oder warum Heimvorteil? Na, aufgewachsen bin ich nicht in Krems, ich bin in Graz aufgewachsen. Aber habe dann, wie so viele, mit 14 überlegt, was mache ich mit meinem weiteren Leben. Und ein Berufsberater in Graz war sehr schlau und hat gesagt, du musst nach Krems in die HTL gehen. Und jetzt bin ich mit 14 von zu Hause weg und habe hier die HTL gemacht und bin seither eigentlich Krems enorm verbunden. Ich habe nicht immer da gewohnt, sondern habe immer auch in Wien einen Wohnsitz gehabt. Aber was ich von Krems mitgenommen habe und was mir ewig bleiben wird, ist mein Mann. Ja, da hast du es ja schon. Der ist Bickenblim, genau. Dein Bezug ein bisschen zum Wachauer Volksfest? Na, einerseits kennt man es halt einfach, wie wenn man Krems kennt, dann muss man das Volksfest sozusagen mitdenken. Früher bin ich sehnsüchtig durchgegangen und habe mir nicht so viel leisten können, wie ich mir gerne geleistet hätte. Heute muss ich eher schauen, dass ich dann schaffe, die Kinder wieder heimzutreiben, weil die sind schon mit, aber sie sind da draußen irgendwo und haben schon auf den ersten 10 Metern gesagt, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Und schauen wir mal, ob ich sie dann irgendwann einmal kurz vor Mitternacht wieder nach Hause bringen kann. Christiane, es heißt Wachauer Volksfest, hat aber, glaube ich, Bedeutung für das ganze Land Niederösterreich.
fürs ganze Land dieses und andere Feste, die zwar nicht so ähnlich sind, wie der Wolfgang schon selber gesagt hat, das ist eines der längsten, eines der größten, aber ich finde Regionsfeste, auf die man in der Region stolz sein kann, sind enorm wichtig, einfach für die Identität, dass man sie mit etwas identifizieren kann, dass man sagen kann, kommt zu uns, wir haben da was, was die anderen nicht haben. Ich habe das gerade vor kurzem erst in Lahn-der-Theia auch erlebt, die haben das Zwiebelfest. Das ist zwar nicht so groß, aber für die Region dort ist es auch riesig. Und es ist unglaublich, wie der Zuspruch funktioniert. Und das ist in Krems ganz genauso, weil gerade hier sieht man es kulinarisch, weintechnisch. Jeder ist stolz auf das, was er präsentieren kann, tut es gerne, tut es gut. Und wie ich weiß, nehmen sich ja viele Kremser extra noch Urlaub in den letzten Tagen und Wochen, damit sie da ihre letzten Urlaubstage verbringen können. Und das zeigt schon, dass es eine Bedeutung hat. Letzte Frage. Ich kann mich erinnern, es war vor 4 Jahren, da drüben ist der Brunnen und da gab es eine Wette auf der Bühne mit mir und ich habe die Wette gewonnen und da ist dann, glaube ich, wer war denn das? War das die Frau Landesrätin? Landesrätin Schwarz ist in den Springbrunnen hineingegangen mit Dirndl. Brauchst du gar nicht. Ich will nur fragen, bist du eine, die jetzt so in schwindelnde Höhe gemeinsam mit dem Wolfgang so hinaufschießen? Wäre das was? Nein. Das möchten auch alle Umstehenden nicht. Obwohl, das gehört. Weil ich muss dazu sagen, man unterschätzt das ein bisschen, was hier los ist. Das ist ja wie der Brauder in Wien. Das ist ja riesig. Ganz tolle Sache. Sage Dankeschön, bleibst du bitte auch noch auf der Bühne. Bitte kräftigen Applaus für unsere Landesrätin, meine Damen und Herren. Herr Bürgermeister, zum einen neben dir Nationalratspräsident, die Landesrätin, das heißt, alles was Rang und Namen hat, kommt zur Eröffnung einer ganz besonderen Veranstaltung. 95 Jahre Wachauer Volksfest, was geht da dem Stadtchef so durch den Kopf? Du hast vorher gesagt, der Herr Czerny, glaube ich, hat das seit den 48 Jahren, diese Eintrittskarten. Es ist erst mein 14. Volksfest. Aber damals war es auch noch so, dass man nicht ins Volksfest gegangen ist, sondern in die Ausstellung. Kann man erinnern, da war ein Leinerzelt, der riesige ist, da waren ja Ausstellungen bis in die Gymnasien hinein, ein Terrarium, Freistilringen, alles Mögliche hat es gegeben. Eine Todeskugel, haben wir mit der Herr Czerny gesagt, ich weiß nicht, ob das jemand noch weiß, was die Todeskugel war, das war eine Stahlbandkugel, in der 2 Motorräder drinnen dann um die Wette gefahren sind und solche Dinge. Also es war eine riesige Geschichte. Und du hast schon recht, es haben viele Kremser sogar ihren Urlaub da verbracht. Es haben Kremserinnen und Kremser Kredite aufgenommen, dass sie das Volksfest besuchen können. Und jetzt, muss ich sagen, die letzten 12 Jahre hat der Erwin Goldfuß und die Claudia Altrichter da sowas Großartiges wieder weiterentwickelt. Sei es jetzt mit der Top-Gastronomie, mit der ganzen Kulinarik, der ganze Action, alles, so viel Musik, so viel Entertainment, dafür großartig. Ich muss sagen, es ist nicht nur das schönste und das größte, das beste Fest in Niederösterreich, sondern es ist auch die beste Werbung in Österreich für unsere Stadt und für unsere Region. Heute ist ein ganz spezieller Tag. Dankeschön. Der Eröffnungstag. Da bist du natürlich auch besonders involviert, denn gemeinsam mit den Veranstaltern wird heute zum Tag der Kremser und Wachauer geladen. Was ist das konkret? Konkret, das haben wir vor 2 Festen eingeführt. Das Gratis-Eintritt ist an einem zusätzlichen Tag, dem Donnerstag, damit alle die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Kremser und Wachauer sind ja bekannt, dass wir sehr gastfreundlich sind und wir nützen ihnen die Chance, uns von der besten Seite zu zeigen, gemeinsam zu feiern, Appetit zu machen, vor allen Dingen der zweite Aspekt, Appetit zu machen, dass sie ein zweites Mal wiederkommen. Und Krems bietet ja nicht nur an den Festtagen was Großartiges oder im Kulturbereich was Großartiges, auch sonst ist die Altstadt, sind die Altstädte und die Region besuchenswert. Zum Beispiel, am 1. September endet hier das Fest und das Wochenende drauf, von Donnerstag bis Samstag, ist hier in der Altstadt, sind die ersten Kremser Shoppingtage bis spät in der Nacht hinein. Also bitte, kommt alle, es zahlt sich aus, besucht die Stadt Krems und freut euch mit uns, feiert mit uns und lasst ein bisschen Geld da. Danke. Meine Damen und Herren, kräftigen Applaus, ein glücklicher und zufriedener Bürgermeister. Dankeschön. Lieber Martin, es wurde schon ein bisschen etwas gesprochen, es gibt eine tolle Kooperation mit dem Bundesheer. Meine Frage, was ist Bundesheer on the road? Was können die Gäste, die hierher kommen, erwarten? Was ist zu sehen? Ein riesiges Programm. Bitte mach ein paar Auszüge.
Ja, Bundesheer Rot ist ein Programm, wo wir den gesamten Querschnitt des österreichischen Bundesheers zeigen. Es wird die Militärpolizei da sein, es werden mechanisierte Kräfte da sein, wir werden die Pioniere zeigen, wir werden die Miliz zeigen, aber wir werden auch zeigen, und da bitte ich um Verständnis, und ich darf auch hier mich beim Erwin doch ganz einfach ein bisschen entschuldigen, wir haben also sehr viel zugesagt. Sie wissen, geschätzte Damen und Herren, wie es derzeit mit der finanziellen Situation des Bundesheeres ausschaut, und manche Systeme, von denen wir gesprochen haben, werden nicht kommen. So zum Beispiel Kampfpanzer Leopard 2, die wenigen, die wir noch haben, sind einfach die Bremsen kaputt. Somit können wir nicht kommen, aber alles das, was möglich ist, wird kommen, und wir werden vor allem das betreiben, was du, Herr Präsident, gesagt hast. Wir wollen nicht nur Alteisen zeigen, sondern wir wollen mit den Leuten in Kontakt kommen und über die Probleme des österreichischen Bundesheeres sprechen. Meine Damen und Herren, das war halt ein bisschen zart, wenn der Panzer da einer fährt und kann nicht bremsen. Deshalb haben wir volles Verständnis dafür. Sagen aber Dankeschön. Wie viele Vertreter des Bundesheers werden hier vor Ort sein? Es wird in etwa 20 verschiedenes Großgerät geben und ca. 100 Personen werden vor Ort sein. Wir werden morgen den Blackhawk auch hier haben. Sie werden sich erinnern, dass wir vor 2 Jahren ein leichtes Landeproblem hatten. Um das sicherzustellen, dass es nicht passiert, werde ich morgen selbst persönlich herfliegen. Ich hoffe, es gelingt uns morgen. 10.15 Uhr kommt der Hubschrauber. Wir freuen uns. Kräftigen Applaus, meine Damen und Herren. Militärkommandant Martin Jaworek, bitte auch auf der Bühne kurz bleiben. Claudia, kurz und knackig hast du gesagt, ich stelle mal die Frage, kann es sein, dass vorne die Gäste heute schon hereingekommen sind und hinten gehen die letzten Handwerker hinaus? Ist es immer eine knappe Punktlandung? Ja, lieber Andi, ich hoffe, dass langsam die Handwerker draußen sind und dass wir langsam hier fertig sind. Das ist natürlich alles immer sehr, sehr knapp bei einer Veranstaltung in der Dimension und mit der Größe mitten in der Innenstadt. Das ist auch deshalb sehr knapp, weil wir schauen, dass wir die Ringstraße so kurz wie möglich sperren, um möglichst wenige Behinderungen durch die Stadt zu verursachen. Und natürlich gibt es auch Schausteller und Fahrgeschäfte, die am Sonntag noch zum Teil im Ausland auf anderen Veranstaltungen stehen, hierher fahren müssen, hier einziehen sozusagen, aufbauen, alle Genehmigungen einholen und dann die Geräte starten. Das ist alles sehr knapp, ja. Du hast mir gesagt, die Zusammenarbeit mit den Behörden läuft sehr, sehr gut, wobei alles schon nicht so einfach ist. Du hast eine Riesenmappe, wo es nur geht um Unterlagen, die für die Sicherheit sind. Das sind ja Wahnsinns-Schaugeräte, da fliegt man was weiß ich wie weit in die Höhe. Funktioniert das schon aus Routine oder ist es jedes Jahr eine Herausforderung? Naja, es gibt natürlich Routine, die vorhanden ist. Wir machen das Gott sei Dank nicht zum ersten Mal. Der Kontakt mit der Behörde funktioniert extrem gut, möchte ich nochmal unterstreichen, mit allen Abteilungen quer durch die Bank. Und hier sind wir eng akkordiert, haben ein dickes Sicherheitskonzept mit ganz vielen verschiedenen Punkten, die wir berücksichtigen und die wir hier umsetzen und für die Sicherheit hier am Fest sorgen, ja. Es gibt eine riesige Latte, die zu überspringen ist oder zu erreichen ist. Es waren im Vorjahr an die 120.000 Besucher hier vor 2 Jahren, hier vor Ort. Jetzt ist meine Frage, ist das Wetter jetzt für dich der Hauptfaktor, wenn was schief gehen kann? Ist alles andere schon im Laufen? Und was bedeutet ein nicht so gutes Wetter? Naja, wir haben hier natürlich eine Outdoor-Veranstaltung. Es findet viel im Freien statt und das Wetter spielt eine wichtige Rolle. Aber es schaut ganz gut aus. Wetterbericht passt. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die gefällt dir jetzt gar nicht, aber ich muss sie dir stellen. Ich habe in einer großen Tageszeitung am Cover ein Bild von dir gesehen. Sehr hübsches Bild. Da steht Miss Volksfest. Ich weiß genau, dass dir das überhaupt nicht taugt hat. Was sagst du dazu? Naja, das war natürlich nicht meine Erfindung. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt der Typ bin, der vorne drauf ist. Aber ich denke, das Fest hat eine Bedeutung für die Region und das Wachauer Volksfest ist sicher ein enormer Wirtschaftsfaktor hier für die Stadt, hier für die Stadt Krems und für alle Bewohner, die hier leben. Und ja. Präsident hat gesagt, es ist außerdem ein schönes Büdel. Ich kann nur eines sagen, großer Respekt. Das ist unglaublich für alle und da sitzen einige im Publikum.
die auch wissen, was es bedeutet, eine Veranstaltung zu organisieren. Ich kann nur sagen, großer Respekt, was ihr da auf die Beine stellt. Und das ist jetzt noch einmal dein besonderer Applaus. Claudia Altrichter, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir bitten ihn zu uns heraus. Er hatte vor genau 12 Jahren den Mut, die Transformation dieses Events zum schönsten Fest im ganzen Land auf Schiene zu bringen. Und durch die Partnerschaft der Stadt als Eigentümer des Parks mit dem damals neuen privaten Veranstalter wirklich durchzuführen. Meine Damen und Herren, wir übergeben jetzt die goldene Dauerkarte an den Bürgermeister der Stadt Krems außer Dienst. Er ist auch Ehrenbürger. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus. Franz Hölzel. Franz, bevor es die goldene Dauerkarte gibt, ich habe schon gesagt, vor 12 Jahren warst du im Amt als Bürgermeister, du hast gesagt, wir wollen das machen. Was war so dein Beweggrund? Der Beweggrund war, dass wir gemerkt haben, die Einkaufszentren boomen, das Internet wird immer ein größerer Wirtschaftsfaktor im Verkauf. Wir müssen uns auf das Kerngeschäft besinnen, die Leute zusammenbringen zum Feiern. Man kann mit einer Messe in Schulhallen nichts mehr, niemand mehr hinter dem Ruf mehr vorlocken. Und da haben wir kompetente Partner gesucht. Und ich muss sagen, die Claudia, die Miss Volksfest kenne ich schon aus meiner Zeit, als ich noch an einem Osterwochenende Skikurslehrer war, der hat bei mir Skifahren gelernt. Wir haben einiges mit der Werbeagentur Goldfuß zusammengearbeitet und wir haben danach getrachtet, mit einem PPP-Modell hier eine zukunftsträchtige Lösung zu finden. Und wenn ich heute da hinausschaue, freut mich dieser Schritt und ich bin stolz darauf, dass wir das zusammengebracht haben. Und ich gratuliere dem Erwin und der Claudia und eurem Team, dass das so gut funktioniert. Und wir gratulieren! Es gibt die goldene Dauerkarte auf Lebenszeit für Franz Hölzel, Ehrenbürger und Bürgermeister außer Dienst der Stadt Krems. Jetzt der Blick zu den Blick zu den Kameras, bitteschön. Da steht's drauf, die goldene Dauerkarte und er soll sie noch viele Wachauer Volksfeste nützen können. Gratulation, Franz Hölzel. Bitte noch einmal um einen kräftigen Applaus, meine Damen und Herren. Frankie, jetzt einmal ganz ehrlich, du bist ein Mann, du bist riesiger Zeltverleiher. Du bist toller Gastronom, quer durch Österreich stehen deine Zelte. Ganz kurz mit wenigen Worten, was ist das Besondere für dich hier an diesem Wachauer Volksfest? Na, ich glaube, das sieht man, wenn man von der Bühne da runter schaut. Es gibt in ganz Österreich nicht an einem Donnerstag so eine tolle Eröffnung, wo das Zelt gedroschen voll ist, wo am 6. Leute schon hereinströmen. Und ich glaube, das Ambiente hier in Krems und vor allem die Lorbeeren jetzt zurück an die Gäste, so tolle Gäste haben wir auch in ganz Österreich nicht. Ganz kurz, hinter dir steht die Claudia. Man sieht sie nicht mehr, seit du auf der Bühne bist. Ja? Das nur am Rande. Aber so eine tolle Frau wie die Claudia, die das so gut in der Hand hat, ich möchte fast sagen, mit den kleinen Fingern das macht, gibt es auch wieder in... Ja, ich glaube, sie hat auch einen Erwin gut in der Hand, weil sonst hätte er das jetzt nicht so gemacht. Nein, ich muss sagen, danke auch an beiden, an den Erwin und an die Claudia. Es ist einfach vom Aufbauen bis zum Abbauen eine ganz tolle Veranstaltung und für unser Personal, die kommen alle, auch alle so gerne hierher, ist das fast der Urlaub. Wir sagen Dankeschön. Applaus bitte, meine Damen und Herren. Frankie Edlinger. Wir zählen gemeinsam 5, 4, 3, 2, 1, hier wieder! Hey! Na, da hast du schon.
Einen Applaus bitte, meine Damen und Herren. Herr Präsident, die offizielle Eröffnung brauchen wir jetzt ganz laut und dann gibt es einen kräftigen Applaus und dann gibt es nur Prost. Du bist dran. Im 95. Jahre seines Bestehens ist das Wachauer Volksfest, das Grenzer Volksfest, eröffnet. Prost! Dankeschön! Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen schöne 11 Tage. Genießen Sie es. Das Fest ist so ein schönes Fest. Genießen Sie es. Jetzt gibt es ein wunderbares Fotoshooting. Christiane ist glücklich, sie ist nur ein bisschen nass geworden. Beim Präsidenten ist der Zwirn kaputt, den kann er wegtun. Macht nichts, aber wir fühlen uns alle wohl. Stellt euch zusammen, haltet die Glasel zusammen.